Moin, moin, Leute, schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Hier bei mir auf dem Kanal und wir sind im ATS unterwegs. Hatten auch einen besonderen Grund. Gegebener Anlass sind 100 Jahre Kenworth. Oder Kenwood. Ich weiß nicht, wie sprecht ihr das aus? Also, ich würde es Kenworth nennen, weil es eben hinten mit TH, also TH ist. Aber viele sagen natürlich auch Kenwood dazu, hinten das harte D gesprochen. Aber sei es drum, 100 Jahre und dafür hat SCS natürlich auch was rausgebracht. Hier ist der W900 mit der speziellen Lackierung und auch dementsprechend eine Lackierung von dem Chassis in Rot. Wir haben hier an der Seite Kenworth 100 stehen an den Auspuffrohren. Und ja, ich habe ihn mit der großen Kabine genommen, habe noch ein bisschen Klimbim zusätzlich dran gemacht, ja, damit er einfach schön rund aussieht. Das Ganze hat natürlich auch Style von innen. Und zwar, da hinten steht auch Kenworth 100. Ihr habt schicke Sitze drinne. Ja, ihr habt eine tolle Innenausstattung. Das Holz habe ich gemacht. Das Lenkrad habe ich auch noch verändert. Da habt ihr normalerweise einen Standard drinne. Und natürlich darf selbstverständlich Hugo, unsere Fledermaus, auch nicht fehlen. Dann habe ich hier oben noch so einen schönen Kuhschädel. Ja, oder ja, Stierschädel damit dran gehängt, das baumelt so ein bisschen durch die Gegend. Und ansonsten, wie gesagt, es ist ein ganz normaler, ja, W900. Und nichts weiter dran. Ja, ich habe einen Auftrag mit dem. Den will ich jetzt mit euch fahren. Da sind wir ein bisschen unterwegs. Ich denke, ich werde hin und wieder mal einen Break machen. Aber bevor es richtig losgeht, knallen wir uns natürlich noch ein bisschen Musik rein. Schauen wir mal, wo wir hier. Ach, hier so. Genau. So. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine. Kommt denn noch was, Krankenwagen. So, ich glaube, jetzt können wir durchziehen. Ich habe das Gefühl, die Mucke ist ein bisschen sehr laut. So. Vielleicht ein bisschen besser. Oder es knallt einfach nur so doll in mein Headset rein. So, wie sieht es links aus? Gehen wir hin. Übrigens, wir sind hier in Dallas. Für alle, die es interessiert, geht also weiter.
in Texas. Und ja, ich habe schon den einen oder anderen Fragezeichenpunkt hier aufdecken können. War unter anderem ein LKW-Händler noch und eine Arbeitsagentur. Und vielleicht seht ihr das da vorne. Ja, das ist unter anderem auch eine Fototrophäe hier. Könnt ihr auf dem Navi sehen? Nein, könnt ihr nicht auf dem Navi sehen. Jetzt seht ihr das. Da links das orangene. Also, ich halte einfach mal an. So. So. Ah, hier links. Ja. Rollercoaster. Fans kennen das, ja. Achterbahn-Highlight. Hier in Dallas. Und das ist unter anderem eine Fototrophäe. Ne? Könnt ihr hier euren Fotomodus auspacken. Gehen wir hier auf den Sack da hinten. Könnt ihr euren Fotomodus auspacken, hier von Foto machen, zack. Habt das Ding als Trophäe in der Galerie. Ganz einfach, easy peasy. So, ich muss jetzt ein bisschen gucken, dass ich auf Fahrt komme hier. Ja, wobei. Hier ist es eine Ausfahrt. Ich weiß nicht, wie weit die. Ja, es geht aber vom Winkel her. Wir können weiter ein bisschen Gas geben. Wir haben ein paar Kilometer vor uns. Ja, das ist Dallas, also Dallas, und ist irre hier, also diese Autobahndreiecke oder Autobahnkreuzung in den USA, das ist so crazy. Ja, jetzt verlassen wir leider ein bisschen hier die Ecke, weil ich hätte ganz gerne noch ein bisschen mehr erkundet. Aber kommt alles noch. Da wird es auf jeden Fall noch Touren geben, wo ich das ein oder andere abfahren kann. Jetzt werden wir erstmal schön entspannt. Diese Tour hier fahren. Genau. Erster Aufenthalt in Wadsworth. Gehört nämlich mit dazu. Alles steht da halt abzuklappern. Das ist für mich das Entscheidende. Hier im Texas Village und danach kann man wieder schön frei aufspielen. Aber wahrscheinlich. Kommt jetzt schon die nächste Geschichte. Die ist ja auch wieder in den Startlöchern. Und ich bin zu wenig im ATS unterwegs. Als dass ich immer da regelmäßig hinterherkomme, ne? So, wir können ein bisschen draußen gucken. Muss halt hin und wieder mal. Ja, seht ihr? Jetzt habe ich schon Blödsinn gemacht, ne? Komme ich doch niemals wieder heil zurück, oder? Ja, hub nicht. Oh Gott, ey, wo müssen wir denn ganz lang, damit wir überhaupt drehen können? So. Ach, wir können auch hier lang fahren. Ja, easy.
Was mache ich mir dann Gedanken? Easy. Ja, Kollege hat hier erwischt. Ja, schade, schade. Aber wenn die Ladungssicherung nicht on top ist und oder er zu schnell gefahren ist, ja, das finden die auch in den USA nicht so witzig. Vor allem Geschwindigkeitsüberschreitungen sind hier echt. Da verstehen die gar keinen Spaß. Beinahe wieder verpennt, Leute, ich weiß. So, wir geben weiter Gas. City, das ist die City Vaco oder Vaco. Oha, guck mal, links da. Vaco Stadium. Na, lass mich raten, das ist bestimmt Baseball, ne? Ja, ist ein rundes Stadion. Ich gehe da ganz stark von aus, dass das Baseball ist. Weil ich, soweit ich das weiß, die, wo sie Football drin spielen, die sind eher oval, ne? Das ist so wie bei uns die Fußballstadien. Die sind ja auch nicht eigentlich nur rund, sondern eher oval. Aber ich glaube, für Baseball brauchst du nur ein rundes. Das Spielfeld ist ja auch ein bisschen anders. Euch das an, ne? Platz ohne Ende. Wie viel wir noch haben. Ach, wir sind
ja schon fast da. Easy. So, wir müssen noch mal links rüber. Glück gehabt. So. Nächste Ausfall sollte unsere sein. Wir bleiben hier auf der Spur. Das hier ist nämlich nur ein Rest Area. Heißt das wirklich so Rest Area? Weil ich immer dachte, you been rested. Also du bist eigentlich gefangen genommen. Und Rest Area als sogenannter Parkplatz. Okay. Okay, aber so, und dann sind wir an der Ausfahrt, die ich meine. Oh, oh. Aha, unser Ziel. So, wir müssen links rum. Ja, da unten haben sie einen, ne? Darum auch der Hubschrauber, glaube ich, in der Luft. Oh, toll. Geht weiter. Straße rechts rein. Immer geradeaus. Ja, ja, ja. Dann müssen wir doch hier vorne irgendwo links, ne? Biege nach links ab. Ja, sag ich ja. So. So, das ist auch schon unser Abladepunkt hier. So, und dann parken wir jetzt hier und dann. Jawohl. Haben wir die Tour auch hinter uns gebracht? Leute, sehr schön. So, da ist er nochmal in seiner ganzen Pracht. Ja, der Truck. Wie gesagt, 100 Jahre Kenworth. Könnt ihr einfach im Spiel, im Shop bei Kenworth gucken und ganz hinten durch. Dann könnt ihr den noch anpassen. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen. Ist mal eine kleine durch Geschichte aus gegebenen Anlass und würde mich freuen, wenn ihr wieder mit einschaltet. In diesem Sinne, haut da rein, bleibt gesund, denkt an Support. Ich bin vor heute raus, euer Don. Ciao.